So, ihr Lümmel und Lümmeligen. Lümmel-Lommels. Genau, also. Ja, ich muss jetzt überlegen. Ich habe vorhin alle aufgenommen, also ich bin jetzt erst irgendwie ein paar Minuten später. Nein, ich will nicht. Was heißt paar Minuten? Ein bisschen ist schon weiter, aber so viel ist auch nicht. So. Lümmel-Lommels. Ah ja, okay. Gut, da kommen wir noch nicht so richtig ran. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Lümmeligen mich hier dazu verleiten wollen, irgendwo, ja, entweder rechts oder links. Ja gut, irgendwo müssen wir lang gehen. Gehen wir erstmal rechts lang. Oh Gott, das war, glaube ich, nicht so schlau. Maya, aber Maya, komm her, bist du? So. Erstmal alles ablatschen, wo irgendwas zu finden ist. Ach, Daumen durch. Ups. Ging ja gar nicht. Ach ja. Ah, guck an. Schon wieder so ekelhafte Schweinereien. Ja, komm. Ja, von den Dingern findet man, glaube ich, echt richtig genug. Von den Powerbomben würde ich gerne noch ein paar mehr haben. Aber ich meine, die brauche ich für die Endbosse eigentlich gar nicht so. Uiuiui. Wollte ich gar nicht. Ich wollte doch gar nicht. Ich wollte nur gucken, ob da noch was ist. So. Ja, okay, ist nix, ist nix, ist nix. Okay, mal es auf der anderen Seite. Dann kriege ich wahrscheinlich unten links diesen Grappling Hook. Damit ich Leute begrabbeln kann. Mhm. Ja. So, ein bisschen Heilung mitnehmen. So. Und los. Egal. Ey, ich hab gar keinen Schaden bekommen, das zweite Mal, wo ich da durchgelaufen bin, glaube ich. Nun ja, ist ja wurscht. Okay, dann gucken wir hier nochmal. Ein paar Bomben und Bomben. Auf jeden Fall mal mitnehmen. Da hätte ich vielleicht auch nochmal eine Bombe zünden können da oben, wa? Machen wir das einfach nochmal. Weil, keine Ahnung, hier sieht das immer... Das sind immer diese Räume, die nach unten gehen halt, ne? Da weiß man halt nie, was da noch so irgendwo vorhanden ist. Da ist so viel Zeug. Oh, aber da haben wir die auch gleich wieder zurückbekommen. Ja, die kriegt man hier bei den Vieren relativ schnell zurück. Aber ich sehe gerade, ich habe gar nicht mehr so viel Schaden übrig. Das sollte ich vielleicht ein bisschen aufpassen. Ah, das ist ja von hier ein bisschen doof. Naja, mal gucken. So, machen wir nochmal wieder sowas hier. Aha, guck an. Mhm. Machen wir nochmal so. Okay. Und jetzt laufen wir durch. Ups. Ja, super Idee gewesen. Geile Aktion. Mhm, war super. Ja, doch, das war richtig. Genau so muss man es machen. Habt ihr gesehen? Wenn ihr es selber durchspielt, wisst ihr Bescheid. Aha, ja, da muss ich laufen. Bomb mir das extra frei mit meinen geilen Bomben. Und dann so eine Scheiße. Ja. Super. Nee, ist klasse. Bringt total viel. Erst hüpfen und dann drücken, dann hat man ein bisschen genauere Sprungbahn, weil wenn er sich dreht, kann man zwar weiter, aber man kann nicht so genau zielen. Da muss man sich erstmal ein bisschen gewöhnen. Ah, das Ding ist, wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Oder weiter oder so? Ah, ach so. Ja, Ich muss jetzt mal meine Fähigkeit einsetzen. Aber das reicht doch gar nicht. Ja, das war nix. Also ich kann ja diese... Das hat noch eine zusätzliche Fähigkeit. Das habe ich jetzt noch gar nicht erklärt. Wobei ich habe noch gar nicht versucht, rechts durchzulaufen. Vielleicht geht das auch. Nö. Okay, man kann sich nämlich bücken. Theoretisch kann man. Man muss natürlich nur alles richtig machen. Aber mit dem bisschen Abkönnern, die ich jetzt noch übrig habe, kann ich einen Scheißdreck. Deswegen muss ich mir erstmal ein bisschen Heilung zurückholen, glaube ich. Ach, herrje. Nach oben komme ich ja nicht mehr. Ach, das geht auch da. So, waren hier nicht nur ein paar? Haben wir eine schönere Möglichkeit, uns aufzupowern? Weil ich habe relativ wenig Energie noch übrig. Und mit der Energie komme ich nicht bis nach oben. Und von denen kriege ich die ganze Zeit nur diese beschissenen Dinger. Ich kann natürlich versuchen, hier mit dem Wandsprung irgendwas zu reißen. Aber dieser Wandsprung ist zumindest in diesem Teil wirklich hart zu machen. Und nicht wirklich brauchbar. Ja, aber ich habe keine andere Wahl. Naja, gut, er bringt auch Heilung, aber ich brauche ein bisschen mehr. Und komm. Und los. So. Na denn.
Gut. So. Treffen sie mich jetzt? Nö, kann man einfach hier stillstellen, das ist okay. Ja gut, damit heile ich mich jetzt erstmal ein bisschen wieder voll. Das geht dann auch relativ schnell. Und komm, zwei noch oder einen noch. Ja, einmal noch, glaube ich. Das müsste reichen. So. Hä? 0? Okay. Ich weiß gar nicht, dass es geht. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich jetzt einen Reservetank habe. Dass er noch irgendwie noch eine Energie dazu kriegt. Ich dachte, bei 99 wäre so ein Schluss. Aber ich bin auf jeden Fall voll. Nee, guck. Ach nee, geht noch einer. Ach so, ich habe nur die Tanks voll. Naja, ist wurscht. Reicht trotzdem. Da müssen wir uns jetzt, glaube ich, keinen harten drum machen. Aber jetzt ist natürlich wieder alles viel dazu gemüllt hier. Na, das ist ja super geil. Ja, genau, lass sie noch treffen. Wir haben ja auch so viel Platz dafür. So. So, komm. Einmal so. Und jetzt können wir hier durchlaufen. Wir müssen uns bücken. Und dann... Oh Gott. Ja, wir müssen im Sprung irgendwie nach rechts... Also wir können nach links und nach oben sowas machen und aber auch schräg hoch. Aber ich bin mir nicht sicher, wie man das wirklich erzwingen kann, dass er wirklich nach links oben geht. Weil irgendwie klappt das nicht. Ich weiß das nicht. Ich hab nach schräg hochgedrückt. Aber er will nicht. Der Fiese. Ah, ich drücke schräg. Ja, da oben kann man auch hin. Ja, das geht auch sogar. Naja. Trotzdem. Das bringt mich an die nach Hause. Achso. Ja, ich muss erst mich bücken. Aber der Schräge, der ist richtig schwer. Also um den Schrägen zu machen, ist es... Muss runterdrücken. Und dann... Ah, nee, das geht nicht. Okay. Ja, ich bin noch nicht sicher, wie man das genau... Ach Gott. Jetzt habe ich meine Energie schon wieder fast leer gemacht. Und jetzt sitze ich hier die ganze Zeit rum und versuche das. Ich bin da einfach auch nicht so gut drin, einfach in der Scheiße, ne? So, und jetzt kann ich aber mich rüber... Meine Herren, ey. Oh. Das geht eigentlich auch schräg, aber ich weiß nicht, wie das geht genau. So, oh ja, genau, mach eine Superbombe. Ja, schön. Das bringt's aber auch nicht. Ich komme ja auch nicht weg so lange. Hä? Okay. So, und dann? Ich weiß auch nicht mehr, wie man es auslöst. Nee, irgendwie will das nicht auslösen, das Schwein. Das muss doch irgendwie schräg gehen. So mit einer Extra-Taste belegen für... Ja, er hört da nämlich auf. Mhm. Ja, jetzt bin ich tot. Na geil, geil. Ja gut, dann spiele ich erstmal alles wieder so hin. Toll, geil. Hm. So ihr Hellen, ich habe mal gerade rausbekommen, wie ich das jetzt eigentlich machen soll. Ich muss da gar nicht so einen Scheiß machen. Ich muss einfach nur springen. Ja, mehr nicht. Den ganzen Scheiß jetzt nachgespielt, nur damit ich hier den ganzen Scheiß nochmal hochhüpfen muss. So, und hier habe ich den Grappling Hook. Hm. Mehr waret ja nicht. Mehr waret ja nicht. Den muss ich hier aber auch erst auswählen. Dann kann ich, habe ich aber nur den Grappling Hook halt, ne? Also, naja, gut. Dann können wir den mal vorführen. Da können wir uns jetzt hier so schwingen. Wir können auch die einfachen Türen noch aufmachen. Gegner verletzen ist jetzt nicht so drin, aber naja. Was ist noch unten drin? Nix, okay. Ja, Wasser stört uns ja noch zu sehr, deswegen ist das hier mal so als Beispiel gemacht, wofür man das Ding gebrauchen kann. Jetzt sind da unten natürlich noch jede Menge Sachen, die man einsammeln könnte, aber da kommen wir ja eh nochmal hin. Also war die Richtung wahrscheinlich richtig. So. So kann man es aber wenigstens einfrieren. Und tschüss. Und tschüss. Ah, Gott. So. Okay, da oben sieht man das. Und... Wupp. Ja. Hopp. Und hier wäre man wahrscheinlich gar nicht hingekommen. Gehe ich mal hart von aus. Aber wir gucken mal trotzdem unten rein, weil... Ui!
Legen wir erstmal eine super Bombe hier hin. Super Granate, genau. Schon wieder Granate gesagt. So ein Quatsch, ey. Eine super Bombe natürlich. So. Und, nee, so war nicht. Ah, das blöde Wasser steigt hier so ekelhaft. Und dann ist der Sprung so komisch. So, okay, und hopp, einmal loslassen. Und dann sind wir auch schon drüben. So, was ist hier unten? Gleich mal gucken. So, auch nochmal Bombe legen. Ja, niemals vergessen, Bombe zu legen. Bombe legen ist immer Bombe. Ja, aber ich weiß nicht, wenn man jetzt hier so runtergefallen wäre, dann wäre man ja nur nach links wieder rausgekommen. Achso, wäre man gar nicht reingekommen. Aha. Mhm, so. Okay. Ja, dann kommt man natürlich auch anderer Seite wieder raus. Aber ich wollte jetzt mal gucken. Irgendwo waren hier noch Dinge zu machen. Hier drüben nicht. Nein. Oben. Ah, oben war noch was. Ach, war da doof gewesen jetzt. Ach, jetzt müssen wir den Weg nochmal latschen. Das war dumm gewesen gerade. Unnötig. Unnötig, blöd und sinnlos. Und völlig frei von jeglicher Intelligenz. Kann ich da irgendwie schnibbeln. Aber mal gucken, aber mal, ich weiß nicht, ob ich da hinten noch ein bisschen was anderes machen kann, weil da waren ja noch diese ganzen Viecher, mit denen man da halt... Ne? Und an denen kann man sich nämlich auch festhalten. Hopp. Und so weiter. Aber ich glaube, da komme ich auch noch bis da vorne hin, halt, wo die... Ups, das war gar nicht so geplant gewollte. Na gut, okay, dann gehe ich den ganzen Weg wieder nach oben. Das war jetzt Quatsch. Ich glaube, das war nur dafür, dass man da oben das Ding kriegt. Aber das haben wir auf andere Weise besorgt. Ich habe es auch nochmal zurückbesorgt nach dem Laden. Keine Sorge, habe ich nicht vergessen. Naja, oh. Ja, also zum Kämpfen taugt das Ding nichts. Okay, also mache ich erstmal Schnibbel, bis ich wieder oben bin. So, wieder hier oben. Ja, völlig umsonst den Umweg gelaufen. Kack, egal. Wir wollen jetzt mal hier oben war noch was. Erstmal ein bisschen erfrischen. Und dann war hier oben ja so ein Typ, der durch die Gegend fliegt. Und den kann man nicht nur vereisen, sondern auch sich unten dranhängen. Und zwar beliebig lange. Und wenn man jetzt in den richtigen Moment loslässt. Ups, das war nämlich nicht der richtige Moment. Dann kann man da auch rüberfliegen. Und flupp. So. Und dann kann man halt irgendwie noch was einsammeln. Mal gucken, was sie hier versteckt haben für mich. Weiß ich ja noch nicht. Ah, oh, Bomben. Aber ein bisschen offensichtlich, da sollte man natürlich auch noch mal ein bisschen, na, rumprobieren. Aber 15 Superbomben ist eigentlich auch schon quasi fürs Spiel ausreichend, finde ich. Also von der Seite aus gar nicht mal mehr so dringend, hier noch irgendwas anderes zu machen. Powerbomben braucht man ja nie so viele und, naja, es gibt eigentlich immer Gegner, die einem wieder Powerbomben zurückbringen. Und Gegner auszuschalten damit ist jetzt auch nicht so sinnvoll immer, ab und zu natürlich schon, aber... Also, ich meine, für den normalen Spielgebrauch, wenn man sie jetzt nicht wirklich als, naja, voll häufige Spam-Waffe benutzen möchte, aber dann nutze ich mal gerade die Speichermöglichkeit aus, nicht, dass ich wieder abkratze und verrecke und sterbe und irgendeine Scheiße mache wie, ja, sterben eben. Und dann nicht mehr weiß, wo ich hin muss. Speichern wir lieber. So, aber jetzt interessiert mich natürlich doch, was bedeutet der dicke Speicherpunkt? Nee, doch, es ist der letzte Speicherpunkt. Aber halt nur auf der großen Karte, auf der kleinen Karte sehe ich das nicht. Verstehe, das ist ein bisschen inkonsistent. Finde ich nicht gut. Nö, es finde ich, nee. Gefällt mir nicht. Ist so ein bisschen asozial, muss ich sagen. Oh! Ja, zielen habe ich nicht so drauf. Achso, da war der Typ. Ja, und dann ist hier natürlich noch was. Ja. Könnte man nicht einsammeln? Ich wollte eigentlich aus dem Sprung heraus dann da, ne? Aber das wollte er dann nicht. Ich habe geahnt, dass es so ein bisschen erhöht ist, damit man da nämlich nicht auch einfach so rüberlaufen kann. Weil, das schafft man mit einer relativen vollen Energie auch noch so. Naja, egal. Ja, und jetzt komme ich nämlich auch wieder hoch. Erst wenn ich den Energietank eingesammelt habe, der ist Pflicht. Jetzt komme ich auch nämlich an die ganzen anderen Sachen ran. Das ist nämlich das Behinderte an diesem ganzen Quatsch. Jetzt ist die Frage, ob ich den ganzen anderen Quatsch auch noch einsammle. Aber irgendwie ja, ne? Oh, gucken wir nochmal. So und so und so und... Da war Ditte. Und was war jetzt hier nochmal? Hier komme ich auch nicht weiter, ne?
Ja, das war jetzt voll unnötig, weil irgendwie bin ich ja noch relativ voll. Hat die Zeit sich schon gar nicht gelohnt. In der Zeit hätte ich wahrscheinlich den Gegner töten können und das fertig machen können. Aber egal. Ja, hier geht es nämlich auch noch lang. Oh, oh, okay, Greifer. Hier auf jeden Fall immer die R-Taste schön gedrückt halten. Dann kann man eigentlich nichts verkehrt machen. So. Hier hätte man... Nee, ich glaube nicht, dass man es schafft. Durch die Greifer wahrscheinlich nicht. So, ja, aber... Nee, stimmt schon. Hm. Da unten kann ich ja nicht mehr weiter. Das ist vorbei gewesen, das Ding. Aber vielleicht da oben ist ja noch dieses eine Teil. Und da würde ich nämlich rankommen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich in das Ding jetzt rankommen werde. Glaube ich doch. Hm. Vielleicht kriegen wir sogar was Sinnvolles. Irgendwas, was uns das bringt. Ah. Ja, hier sich zu beeilen ist voll unnötig, weil... Weil das Ding steigt sowieso nicht höher als das. Da kann ich mir voll Stress machen. Hilfe. Passiert überhaupt nichts. Ich habe jetzt gerade auch gar keinen Bock, den Grappling Hook wegzulegen. Hier könnte man ja eigentlich mal eine Superbombe legen und so. Oh, habe ich das schon gemacht? Aha. Ja, ich hoffe, er nimmt trotzdem noch auf, wenn mir das passiert. Ich weiß nicht, was mein Rechner immer hat. Er muss immer ständig irgendwie alle Sachen minimieren und das passiert halt irgendwie ständig. Keine Ahnung. Ich meine, das kann ich relativ schnell wieder mit einem Klick wieder beheben, aber es nervt halt doch ziemlich. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, naja, gut. Ach. Sag mal, welches Problem hängt denn hier? So, und das war jetzt so schwierig, darüber zu hüpfen? Meine Güte, ey. So. Aufstehen, aufstehen, weg. Meine Herren. Nee, ey. Vor allem, weißt du, wenn ich nicht aufnehme, ne? Dann läuft das alles wie geschmiert. Wie geschnitten Stulle, echt. Ach, guck mal, jetzt kann ich ja hier auch wieder nach oben. Ja, ach so, das war das ja. Ach so. Ja, dann weiß ich sogar, was es war. Ich wusste nur, dass es irgendwas damit zu tun hat. Aber was genau, wusste ich nicht mehr. Naja, okay. Ach Gott, ja, da muss ich jetzt aber nur gucken, dass ich nicht runterfalle. Das passiert mir natürlich auch mal recht gern. So. Ja, genau. War einfach zu hoch, das Scheißding. Das ist natürlich ganz klasse. Jetzt darf ich den Scheiß nochmal im Kreis rumlaufen. Wieder Gegner töten. Wieder hingehen. Oh, meine Herren. Ja, sterb jetzt endlich. Wenigstens kriegst du noch ein bisschen was Zeug zurück. So. Meine Fresse, das hat beim ersten Mal wunderbar geklappt, ist ja klar, wenn man zweimal machen muss, dann ist damit beschissen. So. Und hopp. Okay. Das geht doch auf. Kann nicht sein, dass der Scheiß nicht aufgeht, meine Güte. So. So, dann wollen wir uns mal ein bisschen weiter. Oh, das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hopp. Und da mal ringehen. Gucken, was da so los ist. Was gibt's denn hier? Oh, das sieht aber nach was Besserem aus. Okay, das ist der... Wavebeam. Meine Fresse, wie das alles hintereinander jetzt schon kommt. Also der Wavebeam hat eine sehr geile Eigenschaft. Und zwar kann er, so Barrieren quasi von hinten aufschießen. Also er sieht erstmal so aus. Also nicht viel anders, die bewegen sich jetzt noch hin und her. Ich könnte jetzt zum Beispiel den Spacer ausschalten, dann würde sich das nur so... Das ist jetzt ganz witzig. Also, naja, mal zum Zeigen. Die, sag ich mal, kombinieren sich ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Spacer ausschalte, dann schieße ich so einen Wavebeam. Und, ich glaube, wenn ich den ausmache und so mache, dann kann ich bei einem... Wenn ich so mache und dann Superbombe angewählt habe und so... Wie war denn das? So weiß ich gar nicht mehr, wie das war. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall, man muss gewisse Sachen gewählt haben und andere nicht. Auf jeden Fall, und dann, also Charge gehört dazu und dann so hinknien, wo man sonst halt Bomben legt. Und wenn man dann halt Superbombe gewählt hat, dann, mal so ein bisschen Spezialattacken, aber nur bei Superbombe. Müsste ich mich nochmal über informieren, was es da alles so gab und wie das war. Dann könnte ich das nämlich mal zeigen. Manche werden ja auch in diesen Vorschauen gezeigt und so weiter. Ist ganz interessant. So, jetzt kann ich nämlich von hier nämlich einfach wieder zurückgehen. Muss ich nicht den anderen Weg wieder lang gehen? Kann ich mir sparen. Und dann kann ich nämlich auch oben lang gehen. Ja, das klappt jetzt natürlich einwandfrei. Ah, das ist ja jetzt schon hier. Okay.
Nee, das sind zwei sehr, sehr wichtige Sachen. Damit komme ich ja jetzt schon an sehr, sehr viele Stellen ran. Und, naja, gut, ich meine, mit jedem Gegenstand, den man irgendwie findet, kommt man ja irgendwie weiter. Außer Spacer, der wirklich nur dazu da ist. Naja, gut, der Charge-Beam, naja, gut, ein paar Gegner zu vernichten, einfacher, ne? Aber, und hier hätte man jetzt auch noch was bekommen können, wenn man nicht auch so schon rangekommen wäre. Aber oben war nichts mehr, nö. Und unten war Leichenwasser, wo ich nicht rangehen kann. Dann ist hier wirklich tatsächlich alles abgelaufen. Wir haben Norfair, naja, ziemlich fair fertig gemacht. Ziemlich fair fertig gemacht, das wäre gar keinen Sinn, das war Blödsinn. Na egal. Auf jeden Fall, jo, Norfair haben wir abgehakt im Prinzip. Moment mal. Momentchen. Das ist der beschissene Weg. Nö, wir gehen schön den unteren Weg lang. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wohin als nächstes. Aber ich glaube, wir können jetzt schon in den Osten dieser Welt gehen. Aber dann ist ja die Frage, nehme ich das überhaupt noch auf, was ich hier mache? Oder lasse ich das? Mit Wavebeam kann ich natürlich jetzt auch durch jede Wende durchschießen. Hatte ich das erwähnt? Auf jeden Fall, genau, das ist der eigentlich der Hauptpunkt. Nicht nur, dass sich das so bewegt. Also das ist einfach nur der optische Effekt. Der tatsächliche Effekt ist, dass es durch Sachen durchgeht. Er ist jetzt deswegen nicht unbedingt stärker. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel hier unten... Waren wir da schon? Waren wir ja schon, ne? Klar. Nur mal zum Zeigen. Kann ich jetzt, ich hab's doch eigentlich schon gezeigt. Da jetzt lang. Haha. Ohne, dass ich jetzt da andere Seite rumkommen muss. Und das hat natürlich mehrere Vorteile. Zum einen, ah nee, jetzt fallen mir keine ein. Na, ist egal. Egal, jetzt guckt ihr mir noch zu, wie ich den Weg zurücklaufe. So weit ist es ja nicht. Und Bomben einsammeln. Ja, wenn ich nicht genug Bomben habe, die bringen zuerst Bomben, danach erst, Heilung. Ist mir auch schon aufgefallen. So, safe, 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 safe. Wunderbar. Okay. Haben wir auch gespeichert. So, das ist ja immer noch Norfair. Und ich meine, für mich ist es ja auch nur fair. Okay, jetzt fahren wir nach Brinstar. Und in Brinstar, ich mache das mal auf schnell, das geht mir auf den Sack, diese blöde Animation. Gucken wir doch mal, was wir hier noch nicht besichtigen konnten, weil jetzt müssten auch hier wieder mehrere Sachen frei sein. Zum Beispiel da links dieser ganze Weg. Ah ja, na klar, natürlich, da kommen wir ja vorhin nicht weiter. Aha. Maridia könnten wir theoretisch schon besuchen. Aber wie gesagt, macht wenig Sinn, ist auch nur ein Krampf. Weil wir, ich weiß gar nicht, ob es noch einen anderen Zugang gibt. Also auf jeden Fall, ich glaube, die Zugänge sind immer so. Dadurch, dass wir uns so extrem langsam bewegen, ist es einfach nur ein Krampf und das können wir später machen. Auf jeden Fall ist hier quasi die Maridia-Schleuse. Man könnte jetzt schon ein bisschen dort erkunden, aber boah, ne. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man vorher noch woanders hin kann. Also, kann, muss nicht. Aber ich weiß, dass Maridia eine ziemlich große Welt ist, diese Unterwasserwelt. Auf jeden Fall hatte ich sie so ein bisschen in Erinnerung, dass sie doch ziemlich komplex ist. Und, naja, ich meine, Metroid ist ja nun insgesamt kein so kleines Spiel, aber... Ja, bisher war es noch relativ übersichtlich. Wenn man ein bisschen spielt, dann kennt man sich auch aus und... er ist da auch nicht so anders, aber... Na komm her, du Schwein. Und wenn ihr mich hier auslacht, weil ich immer daneben hüpfe, also den Veteranen unter euch, okay, ihr dürft's ja, aber... spielt das normal, das ist gar nicht so einfach, das ist gar nicht so genau die Steuerung, wie man sich das so denkt. So... Ne, machen wir erstmal aus. Obwohl, wir können das ordnen lassen. So, zack. Holen wir uns noch eine Superbombe wieder. Da muss man nicht aufpassen, wenn man da hochgeht, dass man da rechts nicht aufmacht, weil da hängt dann nämlich gleich so ein Aussaugetypi drin. Ja gut, so schlimm ist es jetzt nicht, aber schon nicht so schön. So. Einmal ein bisschen einfrieren. Das hat den Vorteil, dass man sie nicht killt, sie einen aber nicht verletzen können und so eine Spacke wie der hier einen in die Fresse treten können. So. Hopp. Naja, den haben wir umgehauen. Egal. Ah, ach so. Hopp. Hopp. Ah ja, sind so eine Gegner, können wir jetzt relativ schlecht was gegen machen. Okay. Und. Okay. Hm, da unten gibt es auch noch was, aber ich würde sagen, wir gucken uns erstmal links um. Das war alles so gedacht, dass man sich da oben Superbomben holt und dann... Mensch, Mensch, Mensch. Machen wir uns erstmal den einfachen Weg. Ah ja, okay, war sogar so gedacht, glaube ich. Ja, oder unbedingt nötig war es nicht mit der Superbombe, aber... Was ist das denn?
X-Ray Scope. Ah ja. Ja, das wird ja auch mal Zeit, dass wir das Ding kriegen. Das werden wir jetzt so relativ häufig benutzen. Das ist nämlich noch besser, als einfach mal so blindlings eine Superbombe reinzumachen. Das hat nämlich den Effekt. Ach so war's, okay. Dass man sieht, was hohl ist und was nicht hohl ist. Und sieht man hier zum Beispiel einen Rückweg, wie man hier wieder rauskommt. Das Problem ist nur, dass ich den schon ausgelöst habe. Weil ich eine Superbombe benutzt habe. Ah, man kann ihn wieder runterfahren. Okay, sehr gut. So, und jetzt kann ich wieder den X-Ray Scope nehmen und kann jetzt mir angucken, welcher Weg ich es nehmen kann. Und das ist nicht nur sowas, sondern auch, also hier ist es jetzt relativ klar, aber man sieht auch Sachen wie zum Beispiel Plätze für Superbomben und so weiter und so fort. Man kann wirklich alles sofort erkennen. Das hat man später wieder entfernt. Das Schöne ist eigentlich, man könnte es theoretisch die ganze Zeit ausgerüstet halten, aber... Oh. Oh, okay. Okay, ich muss gerade irgendwo hinstellen. Upp. Ja, es war ein bisschen klar eigentlich gewesen, ne? Naja, okay, auf jeden Fall. Hopp. So. Hopp. So. Hopp. Man kann es auch so machen, den einfachen Weg. Einfach nur loslassen, gar nicht abspringen. Ah, okay. Na, war es das auch schon gewesen. So, hier kann ich mich jetzt durchballern. So. Aber ich wusste gar nicht mehr, dass ich den hier bekomme. Naja, ist auch interessant. Okay. Ah, komm schon. Naja, egal. Komm und raus hier. Was für eine Pisse. Naja, auf jeden Fall. Ach ja, müssen wir schon wieder. Ja, jetzt ist er da hinten, aber er kann uns nichts, weil er da hinten festsitzt, die schleimige Drecksau. Und da kriegen wir auf jeden Fall immer unsere Superbombe zurück. Immerhin. Okay, also jetzt erstmal folgt ein Trip nach oben zum zum Hauptgebäude quasi, also zum Flieger. Und mit dem Flieger werden wir dann erstmal uns auftanken, wenn es überhaupt noch nötig ist. Ja doch, wobei, unsere Energie ist wieder ein bisschen runter. Ich schaffe das ja immer. Bin ja auch schon ein paar Mal gestorben. So, das war jetzt scheiße. So, jetzt können wir zum Beispiel mal hier gucken. War hier was? Und mit dem Ding sind wir uns absolut sicher. Also wenn wir hier aber nichts sehen, dann ist da auch nichts. Das Ding, ach ja, okay. Das Ding ist schon wirklich sehr, sehr praktisch, was das angeht. Wenn man sich wirklich unsicher ist. Oh, nicht der Raum schon wieder. Wobei, das Geile ist, vorhin in der Aufnahme, wo ich nicht aufgenommen habe, ne? Wo ich da alleine runtergelaufen bin, bin ich nicht in ein Ding runtergesprungen. Ich habe einfach immer dazwischen was eingefroren. So, bin einfach drüber gegangen. Warum mache ich das denn jetzt einfach auch? Ja, weil von hinten natürlich Leute kommen. Ja, und ich da oben reinspringe. Also, ich weiß es nicht. Das ist ein Drecksraum, ne? Aber außerhalb der Aufnahme hat er mich überhaupt nicht gestört. Da ist mir nichts da passiert, ne? So. Und über den bin ich einfach rübergesprungen, so. Ja, so halbwegs habe ich es ja hingekriegt gerade, aber... Also außerhalb der Aufnahme gar kein Problem. In der Aufnahme immer an alle drin. Keine Ahnung, ist irgendwie strange. Aber so geht's mal öfter, ehrlich gesagt. Und das ist auch, glaube ich, irgendwie so eine Krankheit im Prinzip. Das ist einfach so, das muss so. Man kennt das nicht anders, man braucht das so. War hier noch irgendwas Unerkundetes? Nee, aber da hinten. Ja, aber da geht man, wenn schon, dann schon wieder vom Originalweg rein da oder sowas. Also das ist ja Quatsch. Wobei ich gar nicht mehr genau weiß, wie ich jetzt wo ich laufen müsste, damit ich irgendwo hinkomme. Aber da ich da, glaube ich, sowieso nochmal lang muss... Na, ich werde auf jeden Fall nochmal lang gehen. So ist nicht. Aber ich habe jetzt auch genug Rüstung, glaube ich, für den nächsten Part, wo ich ein paar Energietanks gebrauchen könnte. Bestimmt schon ein paar vergessen. Ja, die 100%-Player, die sagen sich natürlich die ganze Zeit, oh Mann, du lässt sowieso an jeder Ecke was liegen. Aber ich weiß halt nicht besser. So, guck mal. Nix. Okay. Aber wir sollten mal vielleicht öfter mal ein bisschen gucken. Der hätte mich mal gerade zeigen können. So, aber jetzt gehen wir nur noch zurück und dann beenden wir diesen Part der Aufnahme. Das bedeutet eine gewisse Aufgabe meinerseits dieser Runde und... Ui! So. Okay. Hier kommen wir jetzt auch mit diesem Hüpfsprung eigentlich auch noch an ein paar Ecken ran, aber... Ah, mal gucken. Vielleicht in der nächsten Runde. Jetzt lassen wir uns erstmal richtig schön vollpanken, speichern ab. Damit bin ich dann auch wieder ein bisschen glücklich. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.